Stuttgart TV, live vor Ort. Sonnenklar TV live vor Ort. Wir schicken immer unsere großartigen Außenreporter für Sie in die schönsten Regionen und das natürlich auch in Deutschland. Wir hatten ja erst die Bayerische Waldwoche, vielleicht können Sie sich noch dran entsinnen, liebe Zuschauer. Ja, und wir haben den Kollegen Björn Kasper losgeschickt und der hat sich mal mit Christian Krämer zusammengesetzt und was die beiden uns zu erzählen haben, das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß. Liebe Sonnenklar TV Zuschauer, 7 Tage Bayerischer Wald, 7 Tage Sonne. Und jetzt den ersten Tag ein bisschen Regen hier im Bayerischen Wald. Aber auch das gehört dazu. Auch das braucht man in der Natur. Und neben mir der Herr Krämer von der Erlebnisakademie. Herr Krämer, man freut sich da auch mal, wenn man ein bisschen Regen runterkommt. Und auch im Bayerischen Wald kann man beim Regen was erleben. Absolut. Also erstens braucht die Natur den Regen. Ja, und wir leben ja von der Natur, weil wir ein Naturerlebnis anbieten hier mit unserem Baumfeldpfad. Und somit ist es für uns auch ganz in Ordnung. Und auch bei diesen Wetterbedingungen freut es uns, dass wir auch Besucher begrüßen dürfen. Ein paar Tröpfchen, die machen uns ja auch gar nichts. Sie haben gesagt Baumwipfelfahrt. Wir sehen im Hintergrund eine ganz, ganz tolle Attraktion im Bayerischen Wald, die Sie, liebe Sonnenklar TV-Zuschauer, sich unbedingt mal anschauen müssen. Wie kann ich mir das vorstellen, hier so einen Tag bei Ihnen? Nun, wir sind hier im Nationalparkzentrum Lusen. Das ist eine Zusammensetzung von mehreren Freizeiteinrichtungen. Zum einen das Tierfreigelände, dann auch das Hans-Eismann-Haus und als drittes eben der Baumfeldpfad Bayerischer Wald. Das ist eine Einrichtung, die einen ganz gemütlichen Spaziergang durch die verschiedenen Etagen des Waldes ermöglicht. Und man hat hier eine schöne, erholsame Zeit mitten in der Natur. Man sieht vieles, man lernt vieles. Und kann am Ende, wenn man dann oben auf dem Turm angekommen ist, die Natur des Bayerischen Waldes aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Wie hoch ist das, kann man das sagen? Der Turm ist 44 Meter hoch und somit locker über die Baumgrenzen hinaus. Und einfach schön, wenn man das grüne Meer des Bayerischen Waldes dann überblicken kann. Von oben hat man bestimmt eine ganz, ganz tolle Aussicht. Absolut. Auf der einen Seite über den Nationalpark vom Lusen bis zum Rachel hin. Auf der anderen Seite die Kulturlandschaft des Bayerischen Waldes und bei passender Witterung sogar bis in die Alpen. Witterung und Jahreszeit ist ja auch eine spannende Frage. Wann sollte man mal hier vorbeischauen? Haben Sie das ganze Jahr offen? Wir haben ganzjährig geöffnet und klar sollte man dann auch 4-mal im Jahr vorbeischauen zu den 4 Jahreszeiten. Jede Jahreszeit hat ihre Besonderheit und bietet komplett unterschiedliche Eindrücke. Jetzt bevorstehend der Herbst, wo dann ja, so der klassische Indian Summer dann auch im Bayerischen Wald erlebbar ist. Sie haben sogar gesagt, der Winter hat hier einen besonderen Charme. Sie sind gerne im Winter oben. Ja, wenn der erste Puderzucker auf den Bäumen liegt oder wenn es dann wirklich tiefer Schnee ist, frische, klare Luft, totale Weitsicht, das hat schon was. Ne? Ist das für jeden was, also so ein Besuch hier auf dem Wipfelfahrt? Kinder, Familien, Leute mit Behinderung, also kann jeder Sie besuchen kommen? Jo, absolut. Und so ist auch das Angebot ausgerichtet. Wir wollen niemanden ausschließen. Und das sieht man auch an der Besucherzusammensetzung, wirklich von Kleinstkindern bis hin zu älteren Leuten, aber auch Rollstuhlfahrer. Auch für die ist es überhaupt kein Problem, diese Anlage zu besuchen. Wir sind komplett stufenfrei. Und zum Schluss, wenn ich so einen Tag bei Ihnen verbracht habe im Freigehege, bin nach oben gelaufen. Wie lange braucht man, bis man oben ist? Also ich so als langsamer Läufer? Also wenn ich jetzt von der Kasse aus losgehe und auch mich mit den didaktischen Stationen beschäftige, wir wollen den Leuten auch etwas Wissen zu Natur und Umwelt mitbringen, dann redet man so von einer Dreiviertelstunde. Insgesamt für den Besuch muss man 1 Stunde bis 1,5 einrechnen. Und zum Schluss kehre ich noch hier schön ein, weil ein gastronomisches Angebot haben Sie auch noch. Haben wir natürlich hier auch. Mehrere Gastronomien, von Kaffee bis und Kuchen bis hin zum bayerischen Schweinsbraten, gibt es alles. Jetzt haben wir ja die Bayerische Waldwoche auf Sonnenklar TV. Ganz, ganz viele Punkte, die Sie, liebe Sonnenklar TV-Zuschauer, unbedingt mal erlebt haben müssen. Einer ist davon hier. Was machen Sie noch so gerne am Bayerischen Wald? Also wenn Sie mal frei haben, auch gerne mal hier oder auch mal rund um den Bayerischen Wald, was erleben Sie noch so? Ja, also ich kenne natürlich die ganzen Freizeiteinrichtungen hier bei uns. Aber wenn man dann wirklich mal Zeit hat, bevorzuge ich dann eine Wanderung auf einen der Gipfel, ob es jetzt Lusen, Rachel oder so weiter ist. Da kann man super schön entspannen und hat eine schöne Zeit. Aber
auch alle Einrichtungen im Bayerischen Wald sind absolut besuchenswert. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, das ist ein schönes Schlusswort. Es ist absolut besuchenswert. Auch hier, auch wenn es ein bisschen was tröpfelt, man kann hier jeden Tag was erleben, bis in den Schirm. Es gibt ja kein schlechtes Wetter, sagt man. Ne? Es gibt nur schlechte Kleidung. Und wir beide, wir haben ja hier noch ein paar schöne Temperaturen. Alle Infos gibt es auf der Internetseite von Ihnen? Genau. Auf www.baumfeldforde.de/bayerischer Wald. Dort findet man alle Informationen auch zu anderen Einrichtungen hier im Bayerischen Wald. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, ein Besuch lohnt sich hier auf jeden Fall. Und wir reisen weiter durch den Bayerischen Wald für Sie. Zurück zu euch nach München ins Studio. Sonnenklar-TV live vor Ort.